Hey und willkommen zum neuen Pokémon-Video, nämlich über Pokémon Masters. Das kam am... Ich vertone das gerade am 29. Es kam auch am 29. raus. Und ich habe es nämlich angespielt und sage jetzt meine Meinung dazu, falls man sich es runterladen will oder halt auch nicht. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch im Nachhinein gefällt, aber dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Werbung an Rande, ich habe Twitter, da erfahrt ihr Infos, irgendwie halt sowas in der Art, könnt ihr mir gerne angucken bei mir, ist in der Videobeschreibung, Discord auch, da könnt ihr auch irgendwie bei Abstimmung teilnehmen und ich streame wahrscheinlich oft manchmal auf Omnit Arcade, wie ich da heiße, ist wahrscheinlich auch in der Videobeschreibung, falls ich nicht vergesse und da könnt ihr mir natürlich auch folgen. Und irgendwie ist das Gefühl, dass ich von manchen Zuschauern gemobbt werde. Nämlich, die abonnieren mich, dann disliken sie, weil es kein Minecraft ist. Und damit wollen sie mich überzeugen, dass ich Minecraft bringe. Wisst ihr was? Ich bringe kein Minecraft mehr. Also nur noch in Streams manchmal. Ich habe darauf dann halt Bock manchmal, aber ich habe jetzt mehr Bock auf Pokémon. Zur Info, falls uns mein Video irgendwie Werbung sieht, also das irgendwie Werbung ist, ich bin das nicht, YouTube schaltet irgendwie mittlerweile automatisch Werbung, ich weiß nicht wieso. Und ich habe jetzt wieder viel zu lange drum rum gelabert und jetzt geht's mit dem richtigen Video los. Fangen wir beim ersten Punkt an, nämlich die Grafik. Ist ein Mobile Game, das heißt die Grafik kann nicht so hoch sein, also viele Pixel und dafür ist sie eigentlich ganz gut. Das sind jetzt irgendwie 3 gegen 3 Kämpfe in Echtzeit. Das mit Echtzeit finde ich ganz gut, 3 gegen 3 finde ich echt ganz okay, aber eine Sache, die ich extrem schlecht finde, ist irgendwie, dass sie nur noch eine Schwäche haben. Zum Beispiel, wenn man mit einem Pikachu, also Elektro, ein Plinfer angreift, hat es keinen doppelten Schaden und man hat auch keine Resistenz mehr. Das finde ich echt nicht so gut. Jeder Hauptcharakter hat ein Pokémon, für das er bekannt ist. Man kann kein Pokémon fangen. Und ich kenne mich noch nicht so gut damit aus, weil ich erst bis gegen den Kampf gegen Barry gespielt habe. Die Landschaft sieht eigentlich auch ganz schön aus und das böse Team heißt irgendwie Team Break. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwie so plötzlich, ich weiß nicht, was damit war. Die tragen irgendwie immer Masken. Das war's erstmal mit dem Video. Das war so erstmal mein Fazit zu dem Spiel, wie ich das halt am Anfang empfunden habe. Und tschüss.